31 ist nicht unser Feld. Könnte man auch irgendwann nochmal bei Zeiten kaufen, wenn man es braucht. Im Moment ist es ganz gut, weil ich hier jetzt reinfahren kann. Und ich muss mal eben gucken. Aus, 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 aus. Shutter. Ja, okay, passt. So, Anhänger ist ja eigentlich mehr als groß genug. Perfekt, das passt doch. Was wir hier jetzt gar nicht drauf haben, sehe ich gerade. Was noch cool wäre. Ich glaube, das werde ich auch gleich nochmal machen. Die neue Schmutzmod mit hier reinnehmen. Die finde ich nämlich mega cool. Anton hat hier auch ein bisschen noch was dazu genommen, wie da oben die echte Uhrzeit. Ich würde gerne, wenn es irgendwie, wenn ich wüsste, wie, würde ich sie gerne ausblenden. Ich finde die Mod halt blöd, ehrlich gesagt. Ich meine, sie stört jetzt nicht, aber ich brauche die Uhr da oben nicht. Dann hat er noch irgendwie einen Autoload Timber-Anhänger dazu genommen, den Animals hat, den ich auch nicht brauche. Den müsste man auch, also kann man auch alles separat an- und ausschalten, Gott sei Dank. Den brauche ich halt auch nicht wirklich, weil was passiert bei den Tieren schon? Ne? Alle Tage lang passiert da mal was. Dafür kann ich auch mal kurz ins Menü gucken. Und ja, was war da noch? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Boden, irgendwelche Bodenveränderungen oder so, ich weiß es nicht. Kannte ich auch noch nicht, ist mir auch neu. Was ich bis jetzt noch nicht hatte, vermisse ich auch nicht. Wobei, gut, das eine oder andere, was ja bekannt ist, was ich noch vermisse. Wie da oben zum Beispiel halt die Anzeige, was die anderen Leute auf dem Server so machen oder wo sie drin sitzen, wie voll die sind und so weiter. Das wäre halt mal eine schöne Sache, dass man das im Überblick hat. Aber ansonsten ist das eigentlich alles schick, schon so wie es ist. Wie gesagt, nur die Schmutzmod, die werde ich wohl nochmal mit reinnehmen. Jetzt ja auch gerade so, ja, Ende zweite Folge gleich, also quasi, ich glaube, wir sind jetzt direkt am Anfang der zweiten Folge, die ich hier gerade aufnehme. Machen wir dann gleich mal, baller ich den hier mit hoch, weil das finde ich schon cool, wenn die Fahrzeuge andere oder anders dreckig werden, von je nachdem, was sie gerade machen. Aber irgendwie fährt es sich hier extrem merkwürdig auf dem Server. Habe ich so das Gefühl. Hab auch gestern ja ETS gezockt, daher ist das auch wahrscheinlich immer noch so ein bisschen. Tut das mit zur Sache, weil da Steuerung halt irgendwie komplett anders ist. Ist ein bisschen realistischer von der ganzen Steuerung, ja. Und so mit langsam fahren ist hier gerade auch irgendwie nicht. Ich versuche nur so Mühe Gas zu geben. Und entweder fährt er oder er bleibt stehen. Naja. Okay, so, das hätten wir. Jetzt holen wir uns unser Maisgebiss hier aus der Garage. Weil ich habe das doch gerade. Das war doch eben noch alles aus. So. Jetzt aber. Da ist es. So, dann gehen wir mal auf die 34. Müssen natürlich unseren Überladewagen noch leer machen. Da überlege ich gerade, ich glaube, mit denen können wir auch einfach hierher fahren und den direkt so ins Lager kippen. Da brauchen wir jetzt keinen zweiten Anhänger holen. Zumal ich im Moment auch noch alleine hier unterwegs bin, ein bisschen Zeit einsparen. Eine zweite Ausfahrt wäre echt cool gewesen. Hätte ich ja wirklich gerne gehabt.
Aber ich habe halt keinen passenden. Alter, wo leckt das denn hier so manchmal? Kein Platz gefunden, wo die wirklich hinpasst. So ist es halt natürlich immer, müssen wir einmal um Pudding fahren jedes Mal. Zu den meisten unserer Felder. Ich hatte ja versucht, oben Richtung Feld 30 hin eine Ausfahrt zu bauen. Das war aber irgendwie. Habe ich nicht hingekriegt. Die wollte nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, war entweder steil oder huckelig oder war irgendwie alles kacke. Ja, und halt hier zu dem Feld hier hinten hin einfach kein Platz gewesen. Wobei man könnte, hätte es vielleicht noch versuchen können, oben beim Hühnerstall. Nur da müsste man mit den Geräten immer direkt am Haus vorbei. Das wollte ich halt auch nicht wirklich. Das ist aber ein kleines Maisgebiss. So, jetzt muss ich erstmal. Man sieht hier gar nichts wegen der Bäume. Und ich sehe schon, das ist auch schon hier so ein ziemlich krummes Feld. Aus und lassen jetzt da unten irgendwie, keine Ahnung. Ich schmeiß ihn einfach an und lass ihn fahren. Wird sich schon zeigen, was er daraus macht. So, viel Spaß, Helfer. So, hier haben wir den Kollegen. Dem fahren wir dann jetzt auch mal eben nach Hause. Mein 41.000 Liter Weizen. Schon mal nicht schlecht für den Anfang. So, muss ich auf jeden Fall immer auf die Karte gucken. Ich kenne den Weg gerade noch nicht. Ich weiß nicht, kommen wir nicht. Hier ist eine Wiese, kommen wir nicht durch. Ach, verdammt. Wollte blinken und habe das Fahrzeug gewechselt. Na, passiert auch mal. So, dann fahren wir jetzt hier lang. Wieso ist hier überall Differenziale an und Allrad aus und wer macht denn sowas? War ich das oder ist das durch irgendwelche Einstellungen? So. Machen wir den schön leer. Und dann geht's weiter ans Pflügen. Wobei, hätte ich jetzt eigentlich auch echt schon mal einen Helfer anstellen können in der ganzen Zeit, ne? War schon wieder ziemlich blöd von mir. Der hätte in der ganzen Zeit auf jeden Fall was geschafft. Auch wenn ich noch hätte nacharbeiten müssen, wäre auf jeden Fall schon gut gewesen. Aber ich kann, damit das Ganze mal. Genau, du hast die Arbeit erfolgreich beendet. Ist richtig. Ich kann, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde den Helfer jetzt mal eben anschmeißen. Dann gehe ich wieder rüber zu dem anderen Helfer. Und dann nehme ich einfach noch einen Traktor für den, kleineren Flug, den wir haben, und jag den einfach schon mal auf ein anderes Feld. Damit wir irgendwie fertig werden. So ganz langsam. So, jetzt hoffe ich, dass das hier klappt. Und wir hier direkt abladen können. Nee. Shit. Oder ich bin gerade nur zu doof dazu. Ich weiß es nicht. Angenommen, warte mal, ich klappe das nochmal ein. Und fahre jetzt mal hier hin. So, klappt das jetzt aus? Und irgendwie konnte ich jetzt auch das Rohr noch bewegen. Fragt mich jetzt mal einer, wie. Da brauche ich wieder das Fenster für. Irgendwie ging das.
Ach hier mit K und M. Und schon leert er das auch aus. Okay, perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Fenster aus. Rohr einklappen. Und weiter geht's. Beziehungsweise stoppt so. Okay, der arbeitet nicht, also hat er da keinen Bock drauf. Dann. Ich hätte hier nicht so viele Bäume hinstellen sollen. Was ein Graus. Was machst du jetzt? Nee, das. So schräg sollst du bitte auch nicht fahren. Das müsste dir jetzt wohl machbar sein, mein Freund, dass du hier weiterfährst. Vernünftig. Oder müssen wir dir ein Vorgewende machen? Ich hoffe ja mal nicht. So, den Kollegen stellen wir jetzt mal parat. Wobei das auch keinen Sinn macht. Moment. Einmal in die Garage gucken. Den anderen Flug, den wir haben. Flug. Das ist der hier. 300 PS. Sollten wir ja eigentlich locker noch haben, einen anderen Traktor mit 300 PS. Der Fasttrack müsste das eigentlich bequem hinbekommen. So, an, aus, an, aus, an, aus. Perfekt. Wir holen mal den kleinen Flug. Sollte der eigentlich gar keine Schmerzen mit haben. Ich glaube, der hat um die 500 PS hier. Dann haben wir die Halle hier auch mehr oder weniger schon voll, wenn der zweite Flug hier mit reinkommt. So, und damit fahren wir jetzt mal einfach auf die 43. Hier ist auch alle Differentiale an, Allrad aus. Ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Das ist doch nicht die Grundeinstellung. Die Grundeinstellung ist so eigentlich Differentiale aus, Allrad an. Ja, brettern wir so, wie wir gekommen sind, am besten auch hier hin. Ach man, jetzt ärgert der mich hier aber richtig, der Helfer. Das ist halt tatsächlich blöd, wenn die Felder schief sind. War im LS17 auch schon so. Ich glaube nicht ganz so extrem, da hat er es trotzdem hingekriegt, hat halt sehr viel stehen lassen, aber hat eigentlich ja nicht so oft rumgespackt. Warte mal, eigentlich können wir bei der 48 anfangen. Fangen wir 48, 47, 46. Da hat er hoffentlich nicht so eine Probleme mit. Dann kann er die 43, danach muss ich eh erstmal Stroh aufsammeln. Hier die 46. Können wir noch nicht? Hier muss das Stroh aufgesammelt werden, alles klar. Aber die 48 kann auch schon mal schön fliegen. Ich habe zu spät gebremst. Muss ich Ihnen hier noch ein Vorgewende machen? Der wird hier garantiert nicht klarkommen sonst. Weiß auch noch nicht genau, wie er fährt. Ja, das hackt der JCB ganz locker. Interessiert den gar nicht. Ja, ich mache hier eben nur das kleine Vorgewende, damit er hier auch wenden kann, weil sonst wird er wahrscheinlich auch jede Bahn meckern, er wäre fertig.